Jawohl! Ich will aber nicht tauschen. Okay. Ja, ich habe keine Chance. Alter. That's my life. Ja, hallo meine kleinen Molche und herzlich willkommen zum neuen Motovlog. Zum einen, es wird heute sehr wahrscheinlich das letzte Video ohne Unterbodenverkleidung sein. Juhu! Weil in 2 Tagen, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, wir haben heute, was haben wir heute? Wir haben heute, ich weiß nicht, was wir heute haben. So ein paar Tage nach Weihnachten irgendwann. Auf jeden Fall, in 2 Tagen soll der Unterboden kommen und deswegen wird das sehr wahrscheinlich der letzte Vlog sein ohne Unterboden. Juhu, nicht, dass ihr jetzt irgendwas davon merken würdet. Ja, what's the Anlass für dieses Video? Und zwar, es geht um Folgendes. Ich habe im Video, wo ich mit der Piaggio unterwegs war, mit der Piaggio Energy vom Kumpel unterwegs war, in dem Video 025er unterwegs, habe ich eine Aussage getroffen, und zwar folgende. Zum Glück darf ich hier sowieso nur links fahren, aber es ist keine Ampel mit Pfeil. Ihr könnt euch merken, bei Ampeln mit einem Pfeil, wenn ihr jetzt nach links abbiegt und die Ampel hat einen Pfeil nach links, dann heißt es, ihr könnt hier sowieso nur nach links, dann müsst ihr auch nicht blinken. Ampel ohne Pfeil müsst ihr immer blinken. Auch wenn ihr rein theoretisch sowieso nur links abbiegen könntet, weil diese Ampel hier allerdings keinen Pfeil hat, Ampel ohne Pfeil, müsste ich hier trotzdem eigentlich blinken. Auch ganz einfach zu merken. Blinkeln immer bei Ampel ohne Pfeil. Denke ich, easy peasy zu merken. Sagen viele, okay, und was ist jetzt dein Problem? Ja, folgendes war, oder folgendes ist der Fall. Meine Aussage in dem Video war falsch. Und zwar, ich habe mich bei meiner Aussage auf folgenden Faktum bezogen. Ihr kennt zum Beispiel diese grünen, diese blauen Schilder mit weißem Pfeil an Kreisverkehr. Diese Schilder zeigen an vorgegebene Fahrtrichtung, beziehungsweise vorgegebene Richtung, in der du an dem Hindernis vorbeifahren sollst. Ja, es gibt aber auch deutlich, manchmal an Ampeln zu sehen oder so weiter, an verschiedenen Kreuzungen gibt es definitiv diese Pfeile, die die vorgeschriebene Fahrtrichtung anzeigen. Und meine Aussage bezog sich jetzt darauf, weil wenn wir jetzt im Kreisverkehr reinfahren, biegen wir ja auch nicht bei der Einfahrt ins Kreisverkehr nach rechts, weil wir dürfen sowieso nur nach rechts abbiegen. Deswegen blinken wir da auch nicht. Wir blinken nur, wenn wir den Kreisverkehr verlassen. So, und meine Aussage bezog sich auf den Glauben, dass die Pfeile in den Ampeln genau das Gleiche bezwecken sollen, nämlich die vorgeschriebene Fahrtrichtung anzeigen. Deswegen meine Aussage, dass man bei Ampeln mit Pfeil, wo ein schwarzer Pfeil in der Ampel drin ist, nicht blinken muss. Diese Aussage ist aber falsch. Und es haben mich sehr, sehr, sehr viele Leute darauf hingewiesen, sehr freundlich darauf hingewiesen, dass ich doch eine Falschaussage getroffen habe. Nein, sehr viele Leute haben mich mit Fackeln und mit Mistgabeln gejagt. Mit Mistgabeln und Fackeln heimsucht, wie sagt man auch so schön, tja, Hals- und Beinbruch. Weil ich doch eine falsche Information rausgegeben habe. Irgendwo verstehe ich euch. Ich habe gesagt, es ist definitiv so und das war falsch. Und deswegen mache ich heute auch dieses Video, weil ich möchte jetzt nicht, dass manche Leute denken, okay, der hat jetzt irgendwie hier eine Falschaussage gemacht. Oder so. Alter, der ist voll zugerotzt. Habt ihr das gesehen, Alter? Junge, der ist richtig zugerotzt. Ich muss den definitiv magerer abstimmen. Eigentlich wollte ich ja den Berg hoch, aber das wäre jetzt irgendwie nicht gut gelaufen.
Aber wie gesagt, ich habe mich wirklich darauf bezogen, dass diese Pfeile in den Ampeln anzeigen deine vorgeschriebene Fahrtrichtung. Das heißt, mein Gedanke war, dass man bei Ampeln mit einem, zum Beispiel einem Pfeil nach links, nur nach links abbiegen darf. Aber diese Pfeile haben in Wirklichkeit was anderes zu bedeuten. Ich habe mich jetzt ein bisschen schlau gemacht, ein kleines bisschen informiert, ein kleines bisschen gelesen, um nicht nur sagen zu müssen, dass ich einen Fehler gemacht habe, sondern dass ich wenigstens auch sagen kann, was die richtige Bedeutung ist von Ampeln mit Pfeil. Und zwar folgendes. Ampeln mit Pfeil bedeuten, dass, wenn ihr zum Beispiel, ihr ordnet euch in eine Linksabbiegespur ein oder ist eine Ampel, ne? Und die Ampel hat einen grünen, also diese grüne Ampel, die hat einen schwarzen Pfeil nach links. So, dann soll dieser Pfeil nicht signalisieren, du darfst ihn nur nach links abbiegen, sondern dieser Pfeil soll signalisieren, wenn du nach links abbiegst, hast du keinen Gegenverkehr. Weil es kann ja, ihr kennt das, es kann durchaus passieren, dass wenn ihr grün habt und ihr biegt links ab oder ihr biegt rechts ab, ne? Beim Linksabbiegen ist relativ egal wegen tangentialem Abbiegen, aber wenn ihr jetzt abbiegt, generell so nach rechts oder so, dass Gegenverkehr kommt und dass ihr der Gegenverkehr nicht gleichzeitig rot hat, wenn ihr grün habt, sondern dass der Gegenverkehr noch ein bisschen fährt. Das kann sein, das gibt es, das könnte gefährlich werden, Alter. Bello will mich auffressen, habt ihr gesehen, Alter? Bello ist schon voll in Kampfbereitschaft. Oh mein Gott, Alter. Ich liebe diese Strecke einfach hier. Ich liebe diese Strecke. Oh, ich liebe diese Strecke. Aber es ist relativ kalt und ich traue mich hier nicht so wirklich in die Kurven zu legen. Was wollte ich sagen? Diese Ampel, dieser Pfeil in den Ampeln soll also nur signalisieren, dass der dass euch, wenn ihr in diese Richtung abbiegt, niemand entgegenkommen kann. Zum Beispiel, dass die Fußgänger rot haben, dass der Gegenverkehr rot hat. So habe ich das jetzt in Erfahrung gebracht. Das ist die richtige Bedeutung des Pfeils in der Ampel. Okay, habe ich mit Sicherheit auch in der Fahrschule gelernt, aber ganz ehrlich, das ist 10 Jahre her. Also, viele Leute, so wie ich, keine Ahnung, die haben das irgendwie vergessen oder so. Und so ist das nun mal. Wir sind alles Menschen, Menschen machen Fehler und Menschen vergessen auch mal Sachen. So ist das. Aber ich wollte unbedingt in diesem Video euch klipp und klar machen, dass ihr jetzt nicht irgendwie bei Ampeln mit Pfeil nie wieder blinkt, weil ihr müsst auch bei Ampeln mit Pfeil blinken. Ja, sobald ihr die Fahrtrichtung ändert, nach links oder nach rechts, auch wenn ihr der Vorfahrtstraße, sagen wir mal, ihr seid ja an der Kreuzung, die Vorfahrtstraße führt nach links, so, hallo, ich will hier gerade was erklären, Alter, und du fährst hier durch, auf jeden Fall, die Vorfahrtstraße fährt nach links und ihr wollt hier nach links der Vorfahrtstraße folgen, müsst ihr trotzdem nach links blinken, weil ihr Fahrtrichtung ändert. Das war mir auch alles völlig klar, ich habe mich rein auf die Sache mit dem Pfeil in der Ampel bezogen, weil ich definitiv der Meinung war, der Pfeil signalisiert, dass das die vorgeschriebene Fahrtrichtung ist und man somit nicht blinken muss. Das ist aber falsch. Also nochmal, der Pfeil signalisiert lediglich, dass wenn ihr in diese Richtung abbiegt, ihr keinen Gegenverkehr habt. Also dass ihr hier hindernisfreies Abbiegen ermöglicht bekommt. Je öfter ich das sage, desto immer mehr kommt mir in den Kopf, das habe ich doch schon mal gehört. Okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe eine Falschaussage getroffen. Ich hoffe, ich habe die Aussage damit richtig gestellt und ich hoffe, dass der Mob mir in Zukunft nicht mehr mit Fackeln und Mistgabeln hinterherläuft und versucht, mich auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen oder irgendwas, ne? Das wäre sehr, sehr nett. Oh Mann, Alter. Okay, gut, ich bin auch nur ein Mensch. Oh, ich liebe diese Strecke, Mann. Ich liebe diese Strecke. Hui. Klar, jetzt im Winter ist es ein bisschen blöd, weil es ist gefährlich, rutschig, nass, matschig, kalt. Ich will nicht hier so mega auf Tempo gehen, aber mit 45 kann es auch nicht wirklich großartig auf Tempo gehen, oder? Deswegen, ja. Ich habe auch manchmal in den Kommentaren gelesen, dass Leute sagen, ich fahre komisch. Weiß ich jetzt nicht, auf was das bezogen ist? Weil ich nicht immer so fahre? Oder
Muss ich jetzt immer so fahren? Keine Ahnung, ich weiß nicht, auf was das genau bezogen war. Ich finde es aber schade. Ich meine, okay, wenn Leute sagen, hey, Alter, du siehst komisch aus. Okay, dann ist das vielleicht so, dann kann ich das nicht ändern. Aber ich fahre komisch, hä? Verstehe ich nicht. Aber okay, ich fahre komisch. Wow. Wow, habt ihr gesehen, da war es ein kleines bisschen rutschig. Hui! Verkleidung, Schrott, Alter, bis der Unterboden kommt, haben wir keine Verkleidung mehr. Oh Mann, das ist so geil hier. Einmal kurz Stoff geben. Ja! Ich hätte gerne wieder ein 70 Kubik tatsächlich. Aber ich hätte auch sehr gerne ein Motorrad. Also, ja, schauen wir mal. Führerschein A. Nächstes Jahr sollte drin sein. Meine größte Sorge wird, wie kriege ich das mit dem Führerschein mit der Arbeit gebacken? Jetzt biege ich hier nach links ab und mache vielleicht nochmal eine Runde. Eigentlich wollte ich erst nach rechts. Junge, der ist echt zugesabbert. Alter, ich muss die Hauptdüse ändern. Ach, da fällt mir ein, ich habe immer noch den blöden Zündkerzenstecker drauf. Der, wo abgefallen ist. Mist, ich wollte doch den alten Zündkerzenstecker wieder hinmachen. Ach, so eine Kacke. Na, ich hoffe, dass mir die Zündkerze nicht wieder davon fliegt. Ich weiß nicht, warum das so ist. Irgendwie, naja, ist leider so. Schaut mal hier, diese Straße ist so geil. Da kann man so geil fahren, Mann. Da könnte man im Sommer, weil ihr seht da wirklich bis davor. Also könnt ihr im Sommer hier wirklich mit Vollgas das Stück hier richtig durchbrettern. Oh, ich brauche ein Motorrad, Alter. Unbedingt. Gut, ich fange jetzt nicht mit A2 oder A1 an, weil das ist Blödsinn. Ich habe seit 10 Jahren einen Führerschein. Ich bin 28, da mache ich gleich den großen, wisst ihr. Aber ich werde mir definitiv keine BMW 1000 RR oder irgendwas kaufen, ne? Weil sonst klebe ich nämlich bald an so einem Baum hier. Da klebe ich einfach und der Jesus, der lacht mich dann aus. Deswegen ja. Das ist hier so eine schöne Runde, Alter. So eine schöne Runde. Ich bin ein bisschen vorsichtig tatsächlich. Mit jedem Sturz wird man vorsichtiger. Ah ja, da kommt er schon wieder. Ich glaube, das nächste Mal kickt er mich vom Roller, so wie er schaut. Alter, ich krieg echt Angst, Mann. Ich will nicht mehr an dem durchfahren. Der guckt, der bleibt stehen und dreht sich so um und guckt so böse, Mann. Alter, ich habe echt das Gefühl, wenn ich das nächste Mal an dem durchfahre, also wenn ich jetzt eine Kreisrunde fahre, ist er wahrscheinlich ungefähr hier. Und ich habe das Gefühl, wenn ich das nächste Mal an dem durchfahre, macht er hier so einen Karate-Kick. Oder irgendwas, Alter, und dappt mich vom Roller oder so. Jetzt sagt ihr gerade, warum ist hier die Schranke zu? Ich will da lang. Oh ja, geil, jetzt muss ich wieder über den Stotterweg muss ich. Oh, das ist falsch. Ich brauche eine Supermoto oder noch besser eine Crossmaschine. Das wäre natürlich ein Träumchen für mich. Oh Mann, ich weiß genau, Alter. Ich werde so oft auf der Schnauze liegen, wenn ich mal eine Crossmaschine habe. So eine richtige Enduro oder so. Weil dann werde ich nämlich, ich kenne mich, ich werde sofort über Stock und Stein fahren. So hier rüber, so da unten da. Da werde ich dann rumfahren. Nein, natürlich nicht hier, das Wasserschutzgebiet. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das heißt, ich werde noch sehr, sehr oft auf der Schnauze liegen dann. Aber gut, ich werde mir, wenn ich mir was hole, definitiv irgendein altes Maschinchen. Ja, moin. Schau mal an. Ja, moin. Hey, die sehe ich so oft, ne? So geil. Nice, Mann. Peugeot Crew. Du warst doch letztens auch dabei, wo die zwei gestanden waren. Ja, nice. Ich nehme übrigens gerade auf, ne? Mach dir nichts auf. Aus.
Wenn, mach dir nichts aus, wenn du drauf bist. Nee, kein Ding. Okay, ja, nice. Was ist, Vierer? Ja. Ich will aber nicht tauschen. Okay. Ja, ich habe keine Chance. Ja, nice. Guck ihn dir an. Oh Mann. Schaut euch das mal an hier. Ja, gibt's doch gar nichts. Abonnent getroffen. Dieses Mal haben wir ihn tatsächlich angesprochen. Das ist schön. Es ist immer schön, wenn man nette Leute trifft. Das ist immer schön, das freut mich immer, wenn man nette Menschen trifft, so. Der fährt aber sehr, sehr langsam. Warum ist er so langsam? Naja, ich bin nicht ganz so langsam, glaube ich. Naja, gut. Hier müssen wir... Oh, ich möchte so gern durchziehen, aber hier müssen wir echt aufpassen. Schaut euch das mal an hier. Hier müssen wir echt durchziehen, Mann. Oh, machen wir wieder zu hier, ne? Also tut mir leid, dass ich nicht länger mit dem fahre, aber ich weiß nicht, der kommt auch gar nicht. Ich glaube, der ist ein bisschen langsam oder so. Ist das 25er? Ich glaube, der ist 25. Ja, gut. Ich wollte sowieso jetzt dann wieder nach Hause gehen. Ich wollte auf jeden Fall nur... Wow, 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 Junge, Junge. Irgendwie den Speedy-Fahrer von gerade eben mit seiner Speedy 4, ne? Alter, ich sehe den jedes Mal fast, wenn ich rumfahre. Das ist so krass, Alter. Ich sehe den jedes Mal. Schön, hab mich gefreut. Also liebe Grüße an dich, wenn du das hier siehst, ne? Schön. Finde ich very, very nice. Es ist wirklich schön zu sehen, dass man durch YouTube auch an wirklich an nette Menschen kommt. Leute, die dich einfach mögen oder irgendwas. Und nicht immer nur Leute, die mit der Mistgabel und mit der Fackel hinter dir herlaufen. Ich finde es aber wirklich nett oder wirklich geil, dass er mir, obwohl er mir schon so oft begegnet ist, nie hinterhergefahren ist so. Wir sind jetzt zwar immer mal wieder über den Weg gefahren und so und er hat dann geguckt oder gewunken oder so. Aber er ist jetzt nicht einer von denen, die dich dann wirklich verfolgen und die hinterherfahren, bis du irgendwie zu Hause bist oder so. Geil, dass bisher noch keiner wirklich versucht hat, mich zu verfolgen, um rauszufinden, wo ich genau wohne. Deswegen vielen lieben Dank an diese Community und auch an die Abonnenten, die wirklich sehr respektvoll sind und sehr nett. Bin noch wirklich keinem unfreundlichen Menschen begegnet. Und mit diesem Video beende ich, mit diesem Satz beende ich das Video. Grüße gehen raus an die Community. Eventuell sehen wir uns, sprechen wir uns dieses Jahr nochmal. Ich denke ja, weil ich wollte ja noch ein Video machen, auf jeden Fall zum Thema Vorsätze für 2018. Und da frage ich mal euch, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so für Vorsätze fürs Jahr 2018 habt. Ich werde dann in dem Video selbstverständlich auch was dazu sagen, zum Thema meine Vorsätze. Und mich würde es aber auch interessieren, was so für euch die Vorsätze sind. Ist es generell einfach so, ja, mit dem Rauchen aufzuhören? Oder was habt ihr euch so für Vorsätze, für Ziele gemacht für 2018? Oder sagt ihr, ne, Alter, lass ich einfach auf mich zukommen. Schau ich mal, was da passiert. Also schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Eure Vorsätze für 2018. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein. Tschüss. Tschüssimo.